Hallo, heute werde ich Armut in Europa diskutieren. Aber was ist eigentlich Armut? Manche Leute würden sagen, dass wir unsere finanzielle Situation entdecken können, wenn wir unseren Erfolg mit unseren Nachbarn vergleichen. Jedoch ist es meiner Meinung nach unmöglich, Armut durch diese Methode zu definieren. Und deshalb bevorzuge ich einen statistischen Ansatz. Jedoch können wir durch Statistik behaupten, dass man vielleicht arm in einem Land sein kann und auch reich in einem anderen. Nun werde ich versuchen, dieses Konzept im Detail zu erklären. Wir müssen natürlich ein bisschen Mathematik benutzen. Man kann arme Leute definieren als Leute, die weniger als 60% des Durchschnittseinkommens des Landes verdienen. Es ist einfach zu sehen, dass diese Zahl vom Land zu Land variiert. In Tschechien, Menschen, die weniger als 270 Euro pro Monat verdienen, werden als arm definiert. Deshalb können wir eine einfache Rechnung tun, um das Durchschnittseinkommen zu bekommen. Ähnlicherweise für die Niederlande, wo das Durchschnittseinkommen 1517 Euro pro Monat ist. Deshalb ist es richtig zu sagen, dass Leute, die zwischen 270 Euro und 910 Euro pro Monat verdienen, reich und auch arm sein können. Aber warum sehen wir so einen Unterschied? Es gibt große Unterschiede, was man mit zum Beispiel 100 Euro machen kann. In den ärmeren Ländern, man kann seine Familie für Monate ernähren. Aber in Dubai zum Beispiel kann man vielleicht eine Schokoladentafel kaufen. Aus diesem Grund würde ich sagen, dass wir Armut redefinieren sollten. Persönlich würde ich sagen, dass Reichtum und Armut Gefühle sind. Zum Beispiel sind reiche Leute allein und frei in einer chaotischen Welt. Sie haben eine Wahl, das, was sie wollen, zu tun. Und arme Leute sind meiner Meinung nach eingeschränkt. Wegen Hindernisse können sie sich nicht leisten, etwas zu tun. Viele Leute haben jetzt noch keine Arbeit. Es gibt viele Gründe dafür, wie zum Beispiel ein Mangel an guten Schulabschlüssen. Familienprobleme sind auch sehr häufig, wie zum Beispiel Streitigkeiten mit Eltern oder Ehepartnern. Eine Abhängigkeit von Alkohol ist auch eine Möglichkeit. Leute, die unter der Armutsgrenze sind, erfahren natürlich jeden Tag Probleme. Hier sehen wir einige Möglichkeiten. Zum Beispiel leben sie im Elend. Sie können kaum finanziell überleben und sie könnten Obdachlosigkeit erfahren. Wie können wir helfen? Meiner Meinung nach ist es nötig, eine Strategie zu entwickeln, sodass wir konkrete Maßnahmen vollstrecken können. Zum Beispiel können wir Jugendliche beraten, in Weiterbildung zu gehen, sodass sie mehr Gelegenheiten bekommen. Wohlfahrtsorganisationen machen auch einen großen Unterschied durch die Verteilung von Decken, zum Beispiel Essen oder Getränken. Aber liegt die Verantwortung bei uns? Wenn wir versuchen, könnten wir meiner Meinung nach die Kluft zwischen Reich und Arm vielleicht kleiner machen. Dankeschön.